geht steil ab hier. Und es ist eine ziemlich mühsame Kletterei, um den Felsen herum. Es ist, als hätte sich die Natur dagegen verschworen, dass man hier herumschnüffelt. Aber das soll uns nicht davon abhalten, Leute, die sagen, oh, hier ist nichts, kann man da einfach nicht ernst nehmen, denn wie will man das mit Bestimmtheit sagen, wo man kaum 3 Meter weit auch nur einigen Einblick hat. Überall könnte hier eine Mine sein, ein Eingang. Allein schon deshalb, weil man eben feststellen kann, dass Menschen hier am Berg zugange gewesen sind. Und damit ist doch schon mal klar, dass wenn hier Aktivitäten stattfanden, das kann nur Bergbau bedeuten, kann nur bedeuten, dass hier früher Bergbau betrieben worden ist, denn alle anderen Erwerbsquellen oder dergleichen kommen hier einfach nicht in Betracht. Mit Landwirtschaft ist hier auf diesem Steilhang nichts zu machen. Auch nur ein bisschen Garten oder so. Gut, wird vielleicht mal irgendwo eine Stelle geben, wo man ein kleines Gärtchen anlegen könnte, aber hier kann man nur auf Bergbau schließen, dass hier früher Bergbau betrieben worden ist. Und dann müssten sich auch Minen finden lassen. Gibt sicherlich nicht nur die eine drüben, man Lerom. Völlig klar, dass auch nicht bloß eine Behelf-Unterkunft gewesen ist. Da sehen wir zum Beispiel wieder so eine Mauer, an der jemand gegraben hat. Was soll das hier mitten in der Wildnis? Direkt am Fels. Hier ist das Gelände befestigt worden.
Also hier in der näheren Umgebung dieses Platzes würde ich intensiver suchen wollen. Ja, ja, und man hat dieses Gelände hier, also am Felsen, mit großem Aufwand terrassiert. Ja, Wahnsinn, was das bedeutet, hier in diesem Gelände so umfangreich zu bauen. Dann muss sich das auch gelohnt haben. Das hat einen triftigen Grund gehabt, dass sich Menschen diese Arbeit gemacht haben. Hier, wo man seine liebe Mühe und Not hat, überhaupt nur vorwärts zu kommen. Das ist auf jeden Fall Anlass zum Nachdenken. Und es geht da oben wieder weiter. Also hier auf dieser Seite vom Felsen, direkt neben dem Felsen, ist der Berg bebaut. Da war ich vorhin schon. Das war ein Bauwerk. Vielleicht sogar ein Mineneingang. Ein zugesetzter Eingang, das könnte ich mir gut vorstellen, denn dann sieht nicht so aus wie eine Mauer. Eher so, als hätte man hier etwas verschlossen. Könnte gut und gerne diese lang gesuchte Mine sein. Wir ihn, den alten Römer. Die Sache kritisch, weil ich mich von oben her der Mine nähern würde. Und das ist nicht so gut. Denn dann, gut, ich kenne das. Aber es besteht immer die Gefahr, dass man, wenn man von oben her kommt, in den Schacht stürzt, in den Förderschacht. Den senkrechten, den sieht man erst im letzten Moment. So, nachdem ich erstmal nun die Abraumhalde gefunden habe, ist natürlich auch die Mine dann leicht zu entdecken, aber trotzdem schwer zu finden. Die ist hier. Das ist eigentlich der eigentliche Schacht. Und hier oben ist der gefährliche Förderschacht, dem man sich eben besser nicht von oben her nähert. Weil es dann ganz schnell
sehr tief hinabgeht. Das ist die Abraumhalde von dieser Mine. Die Gräberei hier hat nichts weiter zu bedeuten. Ja, hier im Abraum findet man natürlich viele schöne Stücke, Mineralien. Sehr schöne Stücke. Also Azurit, das war früher eine Kupfermine hier und das blaue Gestein findet man hier also in großen Mengen Abraum. Hier haben wir zum Beispiel nochmal Azurit zusammen mit Malachit, also das grüne Mineral, das ist Malachit. Also Azurit vermengt mit Malachit. Und wenn ich schon mal hier bin, dann werde ich mir natürlich auch zur Erinnerung was mitnehmen. Bestellungen können gerne aufgegeben werden. Der Große würde mich ja interessieren hier. Und da ist ein schöner Blauer, ein schönes Stück. Ja, da wäre ich also mal wieder am Eingang meiner Mine. Das ist verdammt glatt hier und nicht so einfach. Es geht dann da schräg ab nach unten und anschließend noch mal ein Stück senkrecht nach unten in den Schacht, in die eigentliche Mine. Und verläuft einmal so nach hier und einmal so nach da, ist als nur vor Ort eine Förderstelle.